Indien war es immer schon schwer, sein tägliches Brot zu verdienen, denn hier gibt es wirklich nichts umsonst. Aber dieser junge Mann hier hat sein Auskommen gefunden. Er bietet sein Können an einer gut frequentierten Straßenecke an. Anil, so heißt der Gute, macht seinen Job jeden Tag von 10 Uhr morgens bis spät abends. Alles, was er für seine Arbeit braucht, hat er in einer verschließbaren Stahlkiste, die modern mit Lichtradio sowie Handy-Ladestation ausgestattet ist, verstaut. Er macht hauptsächlich kleinere Reparaturen an jeglichem Schuhwerk und gibt Schuhen neuen Glanz. Unermüdlich putzt er nun schon seit 20 Minuten in mehreren Durchgängen an meinen zwei Paar Schuhen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und es solle der vortreten, der meine, er könne es noch besser. Am Ende verlangt er nur 80 Rupies, also rund einen Euro, ein fairer Preis. Klar, etwas Trinkgeld bekommt er obendrauf. Ich bin mehr als zufrieden, glänzen meine Schuhe doch, ehrlich gesagt, wie neu. Very good.